So, ihr wisst ja, neuer Tag, neuer Shop. Dann heute war etwas Kleines Besonderes, völlig unerwartet. Nämlich, ich habe dann auf YouTube meinen ersten 12-Stunden-Stream hinter mir, aber nur mit Rette die Welt. Deshalb wundert euch nicht, warum ich auf einmal fast 2000 V-Bucks habe. Aber ich habe einfach mal Bock gehabt, wirklich Rette die Welt durchzusuchen. Und ich muss sagen, es dauert ewig, bis ganz da oben zu kommen. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Verständnis dafür, dass ich nicht mit jedem zusammenspielen kann, weil ich natürlich immer weiter jetzt nach vorne kommen will, um natürlich euch später dann, euch dann zu helfen zu können. Also einfach ein bisschen Verständnis da haben. Ich würde sagen, wir gehen auch direkt rein in den Shop, nämlich es gibt so ein paar Besonderheiten heute. So, das erste natürlich DJ Bob. So, hier erstmal von hinten und so sieht das Ganze von vorne aus. Ganz ehrlich, sieht ein bisschen verrückt aus, der Skin. Also ich bin ehrlich gespannt. Ich habe es eben im Livestream auch schon gesagt. Ich bin gespannt, wer mit diesem Skin rumläuft. Ich finde ihn irgendwie voll komisch, verrückt, keine Ahnung. Also wer mit dem Skin rumläuft, Respekt. Ich finde ihn einfach nur crazy. Aber auch so Skins muss es geben, warum auch nicht. Ich meine, hier der Skin war ja schon seltsam. Obwohl, ich sage, der geht eigentlich noch. Ist nicht so schlimm, aber das hier ist crazy ohne Ende. Aber Silvester ist gerade rum, von daher passt es eigentlich. Eigentlich hätte es gepasst, wenn der vorgestern im Shop gewesen wäre. Das wäre so ein Skin gewesen, für ins neue Jahr reinzugehen. So, dann gucken wir direkt mal weiter, was sonst noch so kam. Nämlich eigentlich nichts Neues, nur ziemlich alte Sachen, aber dazu gleich. So, dann haben wir hier noch immer noch Astra im Shop. Sieht natürlich immer noch nice aus. Ich habe ja schon gestern gesagt, einmal quasi hier die männliche Variante, würde ich sagen. Und hier eher für die Mädels unter euch. Weil Sterne sind, wie gesagt, eher was für Mädchen. Sternbild komplett, eher was für Jungs. So, dann noch dazu gibt es natürlich noch die passende Tarnung, die ich immer noch sehr nice finde. Also, wenn ihr euch die holt, macht ihr eigentlich, denke ich mal, nichts verkehrt. Also, die passt auch perfekt. Und zu jeder Waffe passt es in meinen Augen. Auf der P90 sieht es natürlich richtig nice aus. Und dann auch auf der Sniper. Eigentlich auf jeder Waffe. Und selbst auf dem Boot sieht es gut aus. Aber ihr wisst ja, denkt dran. Wenn ihr euch was kauft, vergesst nicht meinen Creator Code einzutragen, yt-familyhack, einfach annehmen, guckt immer, dass der Code drin ist, nicht, dass ihr es vergesst, sagt mir dann, oh, ich habe was gekauft und dann, ups, habe ich leider vergessen. So, dann machen wir direkt weiter, ihr habt es schon gesehen, der Weihnachtstrooper ist immer noch da. Und wie gesagt, ich habe eben schon gesagt, schreibt mal in die Kommentare, würdet ihr den im Sommer auch noch spielen? Ich bin die ganze Zeit im Überlegen, ob ich mir kaufen soll oder nicht. Weil School Trooperin habe ich ja schon. Aber bei dem bin ich halt echt die ganze Zeit im Überlegen. Auch das Rückenaccessoire gefällt mir halt mega gut. Das wäre halt echt so eine Variante, wo ich mir sagen würde, spielst du die im Sommer, ja oder nein? Weil der Skin an sich gefällt mir echt, der ist einfach nice, auch von hinten. Ob es jetzt unbedingt weihnachtlich sein muss, ja, die Mütze kann man sich irgendwann auch mal wegdenken. Aber so an sich, ich finde den Skin immer noch nice. So, dann, ja, das komische Ding hier. Habe ich im Stream eben auch gesagt, ich weiß nicht, das ist, glaube ich, gefühlt die hässlichste Pickaxe, die wir haben. Wirklich die hässlichste. Das sieht wirklich aus wie ein alter Zweig, der hinterm der Couch gefunden wurde nach Weihnachten. Ich finde dieses Ding so hässlich. Also Respekt, wer die benutzt. So, dann gucken wir weiter. Ja, hier die Tarnung. Ja, habe ich ja schon mal gesagt. Ist halt eine Weihnachtstarnung, aber irgendwie nichts Besonderes. So, das war das. Dann haben wir die Zündkerzenkünstlerin wieder drin. Mit passendem Rückenaccessoire. Ja, ein bisschen zu maskulin, finde ich persönlich. Und für 1200 V-Bucks in meinen Augen auch ein bisschen überteuert. Dann Boxenstopp, mal wieder drin, man kennt sie. Auch schon jetzt öfters da gewesen. Entweder ist immer die männliche, gefühlt ist immer die männliche Variante einmal in der Woche drin und einmal die weibliche. So, jetzt kommen wir zu den alten Sachen.
nämlich Handzeichen. Dieses Emote. Da muss ich echt an so ein paar Leute von mir denken aus den Custom Games. Wenn die Leute eine große Klappe haben und dann ich komme, ich sehe dich, du redest, ich komme und dann puff, und du bist der Loser. Also ich feiere dieses Emote. Dann Gruß geht raus an Phantom Pro. Danke für die Punktetafel. Im Stream habe ich nämlich noch gesagt, wenn die reinkommt, die will ich definitiv haben. Weil die, mit denen kann man einfach so viel machen, was die Community betrifft. Ist einfach top, dieses Ding. Einfach weil die Zahl immer random ist. Also Gruß geht da auf jeden Fall raus. Dann lass es regnen. Das ist das, was mich irgendwie daran erinnert, dass ich glaube ich doch zu Season 2 oder 3 angefangen habe. Weil das Emote habe ich damals schon so gefeiert. Es ist einfach nice. Also irgendwo da in dem Tree habe ich angefangen. Ich kann es einfach nicht sagen, wann genau. So, dann haben wir noch Leuchtstab. Ja. Weiß auch nicht, was das Ding im Itemshop macht. Ganz ehrlich nicht. So, dann haben wir, warte, ich muss Joypad in die Hand nehmen. Wieder die ganzen Star Wars Sachen immer noch drin. Ich sage, ich bin froh, wenn der Star Wars Kram weg ist. Ich bin froh, dass ich heute Rette die Welt gespielt habe und nämlich nicht mit dem Laserschwert auseinandersetzen musste. Ich kann euch noch nicht mal sagen, ob es noch im Spiel ist, aber für euch hoffe ich einfach, dass es nicht drin ist. So, das war der normale Item Shop. Wir gehen direkt rüber zu Rette die Welt Shop. Gehen in den Rette die Welt Shop. In den Rette die Welt Shop. Meine Güte, deutsche Sprache. Aber wie gesagt, wenn ihr was kauft, vergesst nicht, Creator Code eintragen. YT-FamilyHack. Wir gehen jetzt direkt rüber. Ich hoffe, es lädt keine 8 Stunden. Weil irgendwie die letzten drei Runden haben nämlich doch wieder schneller geladen. Weil wir hatten heute übelste Probleme, was den Ladebildschirm betrifft. Also gefühlt wirklich 6, 7 Minuten haben wir gebraucht, um wieder in eine Runde reinzukommen. Weil einfach der Ladebildschirm so lange gebraucht hat. Und ich sag, kann euch nur immer wieder sagen, ich habe heute allein 500 V-Bucks gemacht. Klar, in 12 Stunden. Aber ich habe es auch wirklich nicht darauf angelegt, V-Bucks zu kriegen, sondern habe einfach ganz normal meine Mission gemacht, meine Tagesmissionen, und das war es eigentlich. So, dann gehen wir mal rüber in den Item Shop. Heute gibt es keine kostenlosen Upgrade-Lamas. Da wurde mich ja auch schon aufgeklärt vom lieben Coco, dass es die ja schon länger umsonst gab. Da ist mir einiges durch die Lappen gegangen. So, hier kann ich leider nichts aufmachen. So, hier seht ihr gerade nichts, aber ich habe ja schon ein bisschen was gekauft. Also der Deckensapper ist da, Kupferhüllensprenger ist da, die berühmten Bekannten, aber hier unten die Überlebenden. Dann der Kupferkakao, den habe ich mir schon mal gekauft. Ob er gut ist oder nicht, aber Hauptsache ich habe ihn schon mal. So, dann vergesst nicht Überlebende zu kaufen. Immer wichtig, und vor allem kauft euch Regentropfen. Ich könnte, glaube ich, gefühlt 1 Million Regentropfen gebrauchen. So, jetzt kommen wir auf die wichtige Seite. Achtung, ihr habt es schon im Thumbnail gesehen. Das Äffchen ist da. Ich feiere das Ding. Ich bin mal gespannt, wie das Ding im Spiel aussieht. Warte mal, wir können ja mal gerade gucken. Helden, Heldenauswahl. Zack, wo ist er? Ah, Level 20. Warte, jetzt muss ich schon gucken, dass ich nicht aus Versehen. Da ist er. Wie der überhaupt so aussieht. Das sieht so verrückt aus. Also im Spiel sieht er bestimmt noch geiler aus. Also das ist halt ein Skin, der wirkt doch irgendwie so real, oder meine ich das nur? Also ich feiere den Skin. So, dann war es das aber auch schon wieder mit dem Shop. Damit haben wir beide Shops abgeschlossen. Wie gesagt, auch hier, wenn ihr euch irgendwas kaufen wollt, wenn was Lama oder so betrifft, was ich aber eigentlich nicht so empfehlen kann. Also hier könnt ihr auch für V-Bucks kaufen, aber ich persönlich würde da nichts machen. Aber es muss jeder selbst entscheiden, was er da macht. Klar, ihr bekommt mehr Überlebende, mehr Helden, aber das ist halt eure Entscheidung. Aber wenn, vergesst nicht, meinen Creator Code einzutragen. Nämlich YT-FamilyHack. So, und in dem Sinne bleibe ich einfach eiskalt unter 10 Minuten und sage zu euch einfach mal, haut rein.